Andreas Ulrich ist zu Gast bei uns in der Tucholsky-Buchhandlung. Herzlich willkommen, Andreas. Dankeschön. Torstraße 94, ein Buch, das du vor 4 Jahren Ungefähr, geschrieben hast, erzählt die Geschichte Ostberlins, erzählt die Geschichte eines Hauses, erzählt deine Geschichte. Und jetzt hast du nachgelegt mit die Kinder von der Fischerinsel. Beide Bücher sind im Bebra Verlag erschienen. Du bist so etwas wie ein Chronist Ostberlins geworden, oder? also, das ist ein sehr großes Wort. Mich interessieren Lebensgeschichten, und zwar Lebensgeschichten immer in der Kombination mit einem bestimmten festen Ort. Du hast es gerade gesagt, Torstraße 94, da ging es um ein Haus, die frühere Wilhelm-Pieck-Straße 94 und Menschen, die über 8 Jahrzehnte da gelebt haben, also von der Nazizeit bis in die Gegenwart, Lebensschicksale. Ich habe da selber als Kind gelebt in den 60er Jahren und jetzt im neuen Buch, Die Kinder von der Fischerinsel, geht es quasi um meinen Jahrgang, der dort in der Jugend gelebt hat. Ich habe, nachdem ich in der Torstraße meine Kindheit verbracht habe, meine Jugend auf der Fischerinsel verbracht. Und diese Kombination aus einem festen Ort, also Fischerinsel, Hochhaussiedlung, Berlin-Mitte, Südende der Spreeinsel und Menschenschicksale, sowas fasziniert mich. Und klar, das muss ich immer wieder erzählen. Du arbeitest ja eigentlich als Journalist für den RBB, für den Deutschlandfunk und auch andere und erzählst im Grunde genommen und berichtest uns über das Medium Radio und auch Fernsehen über die Welt. Und was ist der Unterschied des konzentrierten journalistischen Arbeitens live und der Arbeit an einem Buch von der Recherche her? Ja, also der Unterschied ist natürlich zunächst erstmal ein sehr formaler. Also was ich, wenn ich die Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag moderiere, die Sendung, dann ist klar, um 14 Uhr geht's los, um 18 Uhr ist Schluss und zwischendrin finden die Spiele statt. Oder wenn ich mich als Reporter fürs Fernsehen von irgendwo melde, ist klar, du hast jetzt 4 Minuten Zeit oder 5 Minuten Zeit, um von einem bestimmten Ort zu berichten. Bei der Recherche zu den Büchern ist das schon erheblich anders. Da ist anfangs die Idee, das zieht sich ja über 1,5, 2 Jahre, 2,5 Jahre zwischen der Idee und dem Zeitpunkt, da das Buch fertig ist. Und das ist sozusagen nicht normiert oder formatiert, sondern du begibst dich auf die Suche. Also bei der Fischerinsel habe ich dann angefangen, mich unten an die Klingelschilder zu stellen. Da stehen ja 240 Namen jeweils an so einem Hochhaus dran. Und erstmal zu gucken, sag mal, sind da noch alte Schulfreunde? Findest du Namen wieder? Ich habe keine Namen wiedergefunden. Also musst du anders recherchieren. Nimmst du alte Verzeichnisse vom Klassentreffen von vor 20 Jahren beispielsweise. Damals hatte noch keiner eine E-Mail, noch keiner ein Mobiltelefon. Also musst du gucken, wie findest du deine alten Mitschüler. Und dann redest du mit denen, wenn du sie findest. Und dann gehst du einmal hin und redest 4 Stunden und vielleicht ein zweites Mal und redest nochmal 6 Stunden. Also das ist schon erheblich anders. Was sich ähnelt, das ist das Handwerkszeug. Also mein Handwerkszeug als Journalist hat mir natürlich sehr, sehr geholfen, auch jetzt bei den Recherchen für das letzte Buch, Die Kinder von der Fischerinsel. Die Fischerinsel ist ja so ein Mythos, eigentlich schon ein bisschen, ne? Auf der einen Seite spricht man von den Prominenten, man spricht von den Staatslenkern der ehemaligen DDR und man spricht auch von den ganz normalen DDR-Bürgerinnen und Bürgern. Wo würdest du denn eure Familie eintakten? In der Prominenz oder bei den ganz normalen Bei den ganz DDR-Bürgerinnen? normalen. Also meine Mutter, das ist so eine Kindheitserinnerung. Wir haben hier am Rosenthaler Platz gewohnt, in einer Altbauwohnung, Ofenheizung. Überall hattest du diesen roten Staub vom Heizen. Meine Mutter ist, so sagt mir meine Kindheitserinnerung, Woche für Woche zum Wohnungsamt am Alexanderplatz gerannt und hat gesagt, unsere kinderreiche Familie möchte eine Neubauwohnung. Die waren damals total begehrt, im Osten wie im Westen. Meine Tante Rosemarie war total glücklich, in Westberlin, in der Gropiusstadt, eine Plattenbauwohnung zu kriegen. Wir waren glücklich, die auf der Fischerinsel zu bekommen. Nee, meine Mutter war zu der Zeit sogar noch Hausfrau, was ich immer erklären muss als DDR-Bürger, wie deine Mutter war Hausfrau. Ich denke, da haben alle gearbeitet. Nee, wir waren eben 4 Kinder und weil die so schnell hintereinander kamen, blieb meine Mutter dann eben etliche Jahre zu Hause. Mein Vater war wirklich ein ganz, ganz kleiner Beamter in der Ministerialbürokratie im Amt für Preise. Das war so eine Behörde, die alle Preise im ganzen Land, wir hatten ja das Land der Einheitspreise, die Preise durften nicht steigen, hat mein Vater gearbeitet. Also wir waren
eine dieser Normalo-Familien. Umso faszinierender war das für mich natürlich, dass da berühmte Leute auch wohnten, dass ich dauernd einen Schauspieler getroffen habe, der mich aus dem Fernsehen kannte, dass Frank Schöbel zwei Häuser weiter ein- und ausging. Und was ich Ein jetzt bei berühmter Sänger. berühmter Schlagersänger zu DDR-Zeiten, auch andere, Herbert Köfer, der jetzt gerade 100-jährig gestorben ist, der hat im Nachbarhaus gewohnt, der hat den Sportwagen, einen Wartburg Melkus, davon gab es nur ganz wenige, gelbes Modell. Und die Erwachsenen haben immer getuschelt, na, der hat ja schon wieder eine neue Freundin. Also der kam offenbar immer, jedenfalls so haben es die Erwachsenen festgestellt, mit attraktiven jungen Begleiterinnen, der Volksschauspieler. Und was ich jetzt festgestellt habe bei den Recherchen, auch der Chef der Auslandsspionage, Markus Wolf, hat damals auf der Fischerinsel gewohnt. Von denen angeblich im Westen niemand wusste, wie er aussah. Ja, es hieß immer, der Mann ohne Gesicht. Die Westgeheimdienste hatten kein Foto vom Chef der Auslandsspionage. Sie haben einfach nicht richtig hingeguckt. Markus Wolf war über 1,90 Meter groß. Der ist regelmäßig, ich habe auch ein Foto davon im Buch, mit seinen Kindern, Enkelkindern auf der Fischerinsel spazieren gegangen. Man hätte den eigentlich nicht übersehen können, aber die vom Westgeheimdienst haben ihn trotzdem übersehen. Jetzt sind wir schon mittendrin im Buch. Genauso ist dein Buch geschrieben, genauso ist übrigens auch dein erstes Buch geschrieben über die Torstraße. Das sind einfach diese Erzählungen. Wir könnten jetzt die nächste halbe Stunde weiter zuhören, dann hätten wir vielleicht das halbe Buch von dir erzählt bekommen. Das schaffen wir heute Morgen nicht. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis darauf. Wie haben die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert, als du auf sie zugegangen bist? Die Bereitschaft war riesengroß, aus dem Leben zu erzählen. Ich glaube, ein oder zwei haben gesagt, ach nee, wollen wir nicht, liegt alles so lange her. Für mich war total verblüffend, was ich damals als Kind alles nicht mitbekommen habe aus den Familien meiner Mitschüler, über ihre Eltern, Großeltern, auch von Dramen, die sich in den Familien abgespielt haben oder auch kuriose Dinge. Vieles davon habe ich tatsächlich erst selbst mitbekommen, aber ich glaube, als Kind interessierst du dich vor allem für deine Altersgefährten als Freunde, aber was sozusagen für eine Lebensgeschichte da in den vier Wänden teilweise noch zu Hause war mit meinen Mitschülern, habe ich damals nicht mitgekriegt. Aber das habe ich jetzt rausgefunden und das habe ich auch aufgeschrieben im Buch. Und insofern habe ich jetzt übrigens noch eine Aufgabe an der Backe. Viele meiner Mitschüler haben gesagt, na Andreas, dann wird es jetzt aber mal Zeit auch für ein Klassentreffen. Und Sie ahnen, die Damen, die Herren, wer muss das organisieren? Der Autor. Der Autor. Andreas, vielen Dank für den Besuch. Wer mehr wissen möchte, kann natürlich das Buch lesen oder er kann dich bei deiner Lesung besuchen. Die nächste Lesung auf der Fischerinsel ist am Freitag, 13. August, 17 Uhr. Also, auf in die zur Fischerinsel. Vielen Dank. Gerne.